Die Landtagswahlen in Brandenburg stehen nun fast vor der Tür. Am 27. September wird gewählt. Und die Parteien und Kandidaten machen momentan natürlich auf sich aufmerksam durch zahlreiche Aktionen. So zum Beispiel durch Plakate. Doch da heißt das Motto eher Köpfe statt Konzepte. Wir haben die Potsdamer gefragt, was sie überhaupt über ihre Kandidaten wissen. Schieb den Ball, schieb den Ball, schieb den Ball zurück ins Meer. Auf den Potsdamer Straßen hat wieder die Plakatschlacht begonnen. Schon in 4 Wochen müssen sich die Brandenburger für eine Partei oder besser gesagt für ein Gesicht entscheiden. Denn abgesehen von schwammigen Slogans wie gute Bildung, aus der Krise hilft nur Grün und klarer Kurs, kämpfen die Parteien eher mit ihrem Spitzenpersonal für den Wahlsieg. Grund genug, mal nachzufragen, wie viel die Potsdamer über ihre potenziellen Volksvertreter wissen. Im Potsdamer Süden sind unter anderem Mike Schubert von der SPD und Steven Breetz für die CDU auf Plakaten zu sehen. Im Norden stehen beispielsweise Marie-Louise von Halem von den Grünen und Linda Teuteberg von der FDP zur Wahl. Wir wollten wissen, ob die Potsdamer den Plakatgesichtern konkrete Konzepte zuordnen können. Sie sind gerade an einem Plakat von Mike Schubert vorbeigefahren, ein Kandidat von der SPD. Was glauben Sie, wofür steht er? Keine Ahnung. Warum wissen Sie das nicht? Weil mich das nicht wirklich interessiert, wa? Und wofür steht er ein? Wie will er unseren Wahlkreis verbessern? Da kann ich nichts zu sagen. Warum nicht? Also mehr als die Plakate kenne ich von ihm wirklich nicht. Das heißt, aus den Plakaten kann man nicht besonders viel Information herausnehmen? Wenig, wenig. Und wofür steht der Potsdamer SPD-Chef nun tatsächlich? Ich stehe für preiswertes Wohnen, den Neubau von Wohnen in dieser Stadt, für ein Stück Verkehrsberuhigung, für neue Verkehrswege und für eine familienfreundliche Stadt. Wir wollten wissen, was die Potsdamer im Gesicht von Gegenkandidaten Steven Breetz sehen. Gar nicht. Können Sie da nichts entnehmen? Weil das da was raufgeklebt ist oder so? Also es ist alles Müll. Da kann ich ja mein Plakat auch hinhängen, ist auch Müll. Können Sie daraus keine politischen Grundsätze ableiten? Nö. Was sagt Herr Breetz dazu? Wie lauten seine Grundsätze? Ich stehe für eine pragmatische Politik, für eine Politik, die sich am Wohle der Menschen orientiert. Ich hasse Laberei. Ich stehe für eine Politik, die nach einer Diskussion auch Entscheidungen hervorbringt und diese auch in Handlungen umsetzt, und zwar durch Besonnenheit und Entschlusskraft. Frau von Halem möchte grüne Landesabgeordnete für den Potsdamer Norden werden. Was sagt Ihnen dieses Plakat? Wofür steht sie ein? Eigentlich sagt das für mich nichts weiter. Also, ich kann da nichts entnehmen hier. Was sagt Ihnen das? Da ist da nichts. Und wie sieht sich die Landesgeschäftsführerin selbst? 90 Die Grünen sind eine Partei, die über länger denkt als über Legislaturperioden und die Gerechtigkeit begreift, auch im Hinblick auf zukünftige Generationen und auf andere Teile der Welt. Ganz konkret bedeutet das hier, wir sind die einzige Partei, die Ökologie und Wirtschaftsfragen ganz konsequent zusammendenkt. Linda Teuteberg möchte im gleichen Wahlkreis ein Mandat für die FDP gewinnen. Wofür steht sie? Es ist nichtssagend. So einfach ist es. Sie ist freundlich, sie schaut freundlich, aber mehr sagt es nicht. Und was sagt Frau Teuteberg über sich selbst? Ich stehe für mehr und nicht weniger soziale Marktwirtschaft, für einen wirksamen Schutz der Bürgerrechte, der Freiheitsrechte unserer Bürger und für eine kritische Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte. Und zwar nicht als Spaltung, sondern als Voraussetzung für Versöhnung. Es ist Zeit für Zukunft. Das hätten wohl die wenigsten Potsdamer so genau gewusst. Kein Wunder, denn Themen sind im Plakate-Dschungel die Ausnahme. Und von einem Gesicht kann man keine Ideen ablesen. Warum ziehen die Parteien lieber mit Gesichtern statt mit Inhalten in die Wahlschlacht? Na, weil die Werbeberater ihnen sagen, Inhalte sind heute gar nicht so wichtig in der Mediengesellschaft. Und es kommt auf Köpfe, es kommt auf Personen an. Also die Personalisierung der Politik ist ja weit vorangeschritten. Ich finde das etwas problematisch. Der Wähler ist also auf sich selbst angewiesen und sollte lieber nicht zu sehr auf die Parteien und ihre platten Plakatslogans vertrauen. Besser ist es, selbst auf Recherche zu gehen. Dabei gilt, nicht unbedingt stecken hinter dem schönsten Gesicht auch die besten Ideen für ein gerechteres, modernes Brandenburg. Schieb den Ball, schieb den Ball, schieb den Ball zurück ins Meer. Ja, gerne hätten wir Ihnen auch die Wahlplakate der Partei Die Linke gezeigt, doch die sollen erst am Wochenende der Öffentlichkeit präsentiert werden. Wir lassen uns also überraschen.